Hallöchen zusammen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier in Klaas Aktion 850 Black Edition und da kann man ein bisschen was einstellen. Der Gute kommt in der Version 1.0 daher und hat immerhin 75 MB an Modgröße und hat hier in dieser Farbe grün dann die 205 PS, 455 Liter Sprit und 50 km/h kann er laufen. Der Sound ist nicht schlecht, kann man schon mal so sagen. Und ein bisschen was zum Einstellen haben wir auch. So, Hauptfarbe könnt ihr abändern, auch in diesem Schwarz dann. Hier ist halt die Black Edition. Und hier könnt ihr die Felgenfarbe auch noch abändern, wenn ihr das unbedingt wollt. Und ja. Michelin wäre als Reifenhersteller der eine. Dann haben wir die Mitas, Lizard, Michelin. Michelin wäre mit Standard, mit dem grünen hier. Und nochmal ohne. Dann haben wir Mitas mit Standardreifen und ihr seht schon, das sind ziemlich dicke Dinger. Die kleinen bleiben allerdings vorne erhalten, also erinnert sich bloß hinten. Standard, wieder die grünen Dinger und mehr, ihr seht es hier, mehr kann man nicht einstellen. Und die Lizard gehen auch bloß mit Standardreifen. Genau. Gut, am Design könnt ihr nichts eingeben oder ihr habt hier die Sportlappen hier hinten. Allerdings bin ich jetzt nicht überzeugt, dass da vielleicht irgendwie noch was fehlt hier. Na, die Lappen selbst eventuell. Geht auch nicht. Dann haben wir allerdings noch die grüne Edition, wo hier noch ein bisschen was grün ist. Hier ist jetzt hier da vorne ein bisschen grün, hier noch. Und hier auch noch. Dann haben wir hier die Lappen nicht, aber dafür das grüne. Und wieder das ganz normale wie zum Start. Motorausführung 205 PS oder 255 PS, 235, 250, 264, 295 oder die 205 PS, genau. Gut, hier steht er schon. Könnt ihr mal kurz einen Blick drüber werfen, was ihr dazu meint. Sagte, ich vermute mal, dass da hinten noch irgendwelche Lappen fehlen. Auch hier der Spaten noch verankert hier drin, warum auch immer. Ich kann jetzt schon sagen, er hat die Option mit dem Reifendruck ablassen. Kein Simple-IC verbaut, nur das Reifendruck. Das brauche ich aber nicht mehr groß erklären. Ich denke, das wisst ihr dann schon, wie es funktioniert. Die Hupe, Achtung. Da kommt dann ein Schiff daher. Viel mehr kann ich hier einstellen, bis auf halt den Luftdruck. Deshalb würde ich sagen, lassen wir mal ihn an. Wir haben ja eine leichte Beleuchtung hier in Rot. Man sieht es auch von außen hier. Wird noch interessant, wenn es dann in die Dunkelheit geht. Das sieht es mit Sicherheit auch nicht so schlecht aus. So. Hier drin alles beleuchtet hier. Und trotzdem alles, ein gewisser Teil hier natürlich, ne? Vom Start schon an. Wir können aber hier drin nichts weiter was machen. Deshalb fahren wir ein paar Meter. Weil ich vermute schon, dass es der Original-Sound ist hier. Schläge sind drin, das passt. Belastungssound ist auch vorhanden. Grundumleuchten funktionieren auch. Frontlader haben wir keinen. Aber für Fronthydraulik. Aber auch das hier funktioniert gut. Genau. Display vorne funktioniert. Uhrzeit ist drin auch. Der wie schnell der Tacho ist vorne verbaut, der funktioniert auch. Auch die Zeiger funktionieren. Fuß wird nur einer betätigt. Lenkrad passt soweit. Auch die Schaltung wird in Hand genommen, das passt auch soweit. So. Gut, okay, so ist es soweit so gut. Gehen wir mal kurz in die Nacht rein.
einmal Licht und ihr seht auch, das Rot leuchtet schon durch. Gucken wir uns auch gleich nochmal genauer an. Zweimal Licht geht hinten noch was an, dreimal Licht geht nochmal was, noch ein bisschen mehr an. Ich mache alles aus hier drin. Ihr seht auch hier, ein paar Knöpfe gehen noch an hier. Da oben auch. Aber sonst ist es hier alles schön beleuchtet. Auch wenn kein Licht an ist, so wie jetzt. Ja. Durch diese Dioden oben in der Decke drin. Genau. Blinker funktioniert auf der einen Seite, auch auf der anderen Seite. Vorne tut er auch. Warnblinker haben wir hier auch. Das tut auch sehr schön. Gut. Ja, Logdatei. Na, ihr seht hier erstmal nichts. Zumindest hier bei der Konfiguration haben wir erstmal keine Fehler drin. Da oben haben wir noch einen Error drin. Genau. Und ja. So, wenn ihr den Mod haben wollt, wie immer, der Link ist unten in der Beschreibung drin. Da könnt ihr ihn dann runterladen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal, hoffentlich doch mal. Und ciao.